Aber wir haben ja noch was anderes, was ich gerade gesehen habe. Also diese braunen Dinger sind definitiv Schatzkisten auf der Karte. So. Und wenn ich Glück habe, komme ich auch noch zu der Schatzkiste dort drüben hin. Nee. Dafür reicht's einfach nicht. Tja, was mache ich denn dann? Ich könnte noch versuchen, irgendwo hier so eine Blume aufzutreiben. Mit dieser Blume, die ich dann an die Schatzkiste da oben komme. Die irgendwo da oben sein müsste. Aber dazu brauche ich diese Blume erstmal. Mal sehen, was passiert, wenn der letzte Tag vorüber ist. Ob dann das Spiel wirklich Game Over ist oder so. Ich habe echt keinen Plan, was ich tun soll. Das ist so traurig. Was steht denn hier? Die Bombennachricht. Sonderausgabe von Notizbuch der Bombe. Nutze es für dich. Suche nach Mitmenschen in Nöten. Verleihe ihnen Ohren. Alle Sorgen dieser armen Leute werden automatisch im Notizbuch eingetragen. Im Porträt der Leute erscheint in der linken Spalte. Aha. Ja, ist gut. So, wo ist denn der Ohrturm jetzt? Da ist der Ohrturm. Ja. Der Mond ist recht groß. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich runterknallt jetzt. Ich frage mich halt wirklich, was ich jetzt tun soll. Bringt's mir irgendwas, wenn ich nochmal zu dem Observatorium gehe? Ich kann es ja mal versuchen. Ich bin mal wieder total ratlos. Ich glaube, ich mache dann auch gleich eine Aufnahmepause. Aha, jetzt geht der Ohrturm auf. Das heißt, ich kann jetzt rein, oder was? Okay. Okay. Ja, scheinbar kann ich jetzt rein. Und ich habe jetzt eine Zeitanzeige. Ach du. Grüne Neune. Versuchen wir jetzt mal in den Ohrturm reinzugehen. Ich hoffe, das schafft man jetzt. So. Vielleicht hätte ich jetzt, musste ich ja tatsächlich so lange einfach warten. Es war scheiße, aber. Ich frage mich gerade echt, was es hier noch wird. Na, tauch ab. So. Okay. Zögere jetzt nicht. Sieh doch, du kannst jetzt hier hinaufgehen. Ja, okay. Das habe ich ja vorgehabt. Ja. Und da ist das Horror-Kit. Schwester! Ah, Teil! Wir haben nach euch gesucht. Hey, Horror-Kid, wie wär's, wenn du diese Maske jetzt zurückgeben würdest? Hörst du mir überhaupt zu? Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon.
Rasch, die vier, die dort gefangen sind. Bring sie her. Du sprichst nur, wenn ich es dir sage, törichte Fee. Nein, lass meinen Bruder in Frieden. Horror Kid, glaubst du wirklich, wir sollen jetzt noch deine Freunde sein? Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch so kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Hehe. Sieht nach oben. Versuch doch, das Unabwendbare zu verhindern. Oh, jetzt hat er seine Ocarina verloren. So, wo ist die? Ah, da. Du hast die Ocarina der Zeit wieder lang. Prinzessin Zelda hat dir einst diese wertvolle Instrumente überreicht. Artefakte, magische Töne entlocken. Plötzlich kehrt die Erinnerung an Prinzessin Zelda in dein Bewusstsein zurück. Okay. Du hast also tatsächlich vor, Hyrule zu verlassen. Auch wenn wir uns erst seit kurzem kennen, kommt es mir vor, als würde unsere Freundschaft schon eine Ewigkeit währen. Unsere gemeinsamen Tage in Hyrule sind unvergesslich. Mein Herz sagt mir, dass der Tag kommen wird, an dem wir uns wiedersehen werden. Bis zu diesem Tag, nimm dies an dich. Ich bete, dass deine Reise eine sichere sein wird. Falls dir etwas zustößt, dann erinnere dich an dieses Lied. Ist das nicht die Hymne der Zeit? So, wie war das? Ich muss jetzt erstmal kurz überlegen. Ich glaube, ja. Okay, ich kann's noch. Du erinnerst dich an die Hymne der Zeit. Diese Melodie, die am Rande deiner Erinnerungen nachklingt, ist ein Lied von voller Erinnerung an Prinzessin Zelda. Die Göttin der Zeit wacht über dich. Wenn du die Hymne der Zeit spielst, wird ihre Macht dir beistehen. Wach auf! Du sollst nicht in Erinnerungen schwelgen. Wir brauchen dich hier und jetzt. Diese alte Ocarina kann uns jetzt auch nicht mehr helfen. Zu Hilfe! Göttin der Zeit, bitte hilf uns! Wir brauchen mehr Zeit! Tja, von wegen, diese alte Ocarina kann mir nicht mehr helfen. Moment. Ich würde das dann doch... Hä? Achso, ich hatte es auf der Taste. Stimmt ja. Pack mal das dahin. So. Huch, wo hast du denn dieses Instrument her? What the... Okay, speichern und zur Dämmerung des ersten Tages zurückkehren. Ja. Da, da.
Dämmerung des ersten Tages. Verbleiben 72 Stunden. Was ist passiert? Alles. Hat von neuem begonnen. Was hast du getan? Dieses Lied, dieses Instrument? Dieses Instrument! Worte, das ist es, dein Instrument! Der Maskenhändler hat doch gesagt, dass er dich zurückverwandeln könnte, wenn du ihm den wertvollen Gegenstand bringst, der dir gestohlen wurde. Hast du das etwa schon wieder vergessen? So. Das heißt, ich kann jetzt zum Maskenhändler zurück. Hast du den Kobold, den edles Instrument, abgenommen? Oh, 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 du hast sie, du hast sie, du hast sie, du hast sie! Dann höre mir zu. Bitte spiele dieses Lied nach, das ich vorgetragen werde. Präg es dir gut ein. Spiel mir nach. Ist das nicht Hipponas Lied? Links, rechts, unten. Das hat irgendwas mit Herzen als Hintergrund. Du hast Lied der Befreiung gespielt, okay. Winkt diesem Deko-Dingens Vieh einfach noch zu. Und ich habe jetzt eine Deko-Maske, wie sie aussieht. Diese Melodie hilft gegen böse Magie und unruhige Geister, indem sie in Masken verbannt. Das sollte dir in Zukunft weiterhelfen. Sehr gut. Zum Andenken an diesen Tag gebe ich dir diese Maske. Fürchte dich nicht, denn der Zauber ist in ihr versiegelt. Wenn du sie trägst, erlangst du deine vorherige Form. Nimm die Maske wieder ab, um dich zurückzuverwandeln. Die Dekuschale fiel von deinem Antlitz. Drücke Start und Präsentation. Ja, ist klar, das wissen wir alles. Ja, seid doch ruhig mit diesem dämlichen Tutorial. Nun, ich habe mein Versprechen eingelöst. Jetzt ist es an dir, deinen Teil des Versprechens einzulösen. Wir haben nicht die Maske. Sag bloß. Meine Maske. Du hast sie zurückbekommen, oder? Was hast du mir angetan? Wenn du meine Maske da draußen zurücklässt, wird etwas Furchtbares passieren. Diese Maske, die mir gestohlen wurde, es ist Majoras Maske. Ihr haftet ein Fluch an. Es wird erzählt, diese Maske war Bestandteil von Hexenritualen eines altertümlichen Stammes. Weiterhin wird berichtet, ein übler und feindseliger Schleier falle über denjenigen, der die Maske trägt. Wenn man der Legende Glauben schenkt,
war das Unglück, das durch Majoras Maske angerichtet wurde, so groß. Dass die Urväter sie aus Angst vor einer viel größeren Katastrophe in Finsternis versiegelten, um weiteren Missbrauch zu vereiteln. Doch der Stamm ging unter, also weiß niemand von der wahren Natur der Kräfte, die dieser Maske innewohnen. Aber ich spüre sie. Ich bin weit umhergewandert, um diese sagenumwobene Maske zu finden, und als ich sie besaß, spürte ich, wie sich ein düsteres Omen abzeichnete. Ich fühlte, wie das Entsetzen seine Hand nach meiner Seele ausstreckte. Doch jetzt hat dieser Kobold sie. Ich flehe dich an, du musst diese Maske bald wieder beschaffen, oder etwas Schreckliches wird passieren. Ich flehe dich an, du musst es schaffen. Wirklich, wirst du das für mich tun? Ich war mir sicher, dass du dich so entscheiden würdest. Du schaffst das, du bist dieser Aufgabe gewachsen. Hab Vertrauen in deine Fähigkeiten, hab Vertrauen. Ja. Okay. Diese Maske. Das Horror-Kid missbraucht die Macht der Maske, um all diese schrecklichen Dinge zu tun. Koste es, was es wolle, aber wir müssen das Schlimmste verhindern. Die Sümpfe, die Berge, der Ozean und der Canyon. Was wollte Tyle uns damit sagen? Ich wette, er meinte die vier Gebiete außerhalb der Stadt. Du findest sie im Norden, Süden, Osten und Westen. Aber was meinte er mit die vier, die dort warten? Ich habe keine Ahnung, wenn er nur rascher zum Punkt kommen würde. Du solltest einfach losziehen und es herausfinden. Geradewegs durch dieses Tor führt dein Pfad direkt in die Sümpfe. Okay. Da ich ja jetzt wieder praktisch ein normaler Link bin und ja, ich so ziemlich das Spielprinzip jetzt verstanden habe, denke ich mir mal. Also ich kann diesen Mond immer wieder resetten. Was ich gut finde, muss ich jetzt praktisch zu den Sümpfen und werde das aber erst in der nächsten Aufnahme machen. Ich finde, wir haben schon hier recht viel erreicht. Oh, das kann er auch noch. Cool. So. Und ja, ich weiß noch nicht, vielleicht... Ja, ich denke mal auf jeden Fall, ich bin gespannt, was noch kommt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.